Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play vor allem Clicker Heroes mit mir, dem Shardtalks. Ja, also wir haben jetzt gerade einen neuen Patch, der gerade frisch rausgekommen ist, passend zum Halloween-Event, wie ich das hier schon sehen kann. So, was jetzt neu ist an dem Patch 0.22, also 0.22, was ist los mit mir, keine Ahnung. Ich bin gerade frisch von der Arbeit gekommen, ich bin noch ein bisschen dizzy im Kopf. So. Numbers now grow infinitely and the game lasts forever. Okay. Die Zahlen werden unendlich größer und das Spiel dauert ewig lang. Also für immer. Also. Es gibt anscheinend jetzt kein Ende mehr. Das ist ja mal interessant. Heroes have mal 4 and mal 10 Multiplayer for a lot more levels. Ach so. Ja, später geht das nämlich ab gewissen Levels weg. Dieser mal 4 und mal 10 Multiplayer. Und jetzt ist das länger da anscheinend. Okay. Clicker must now start decaying after about 5 minutes. Moment, muss ich das jetzt so verstehen, dass nach 5 Minuten erst mein Combo weggeht und ich so lange ein Combo aufbauen kann? Alter, ist das krass geil, ey. Idle Build haust du rein, oder wie würde ich das sagen? Also, bis zu dem Zeitpunkt, wo es halt langsamer geht, bis dahin kann man ruhig noch Idle machen. Aber ab dann sollte man ja jetzt wirklich mal ernsthaft überlegen, ey, mit so einem Clickbild weiterzumachen. Also das lohnt sich ja um einiges mehr, denke ich. So, Engines now minimizable. Das ist schon mal gut. Man kann jetzt minimieren, damit man da mehr Platz hat zum Schauen. So, reorganize the stats panel and added a few more stats. Okay. Das gucken wir mal gleich. Dazu kann ich noch nichts sagen. Clans can now be disbanded. Okay, wenn man der letzte Typ in der Gilde ist, dann kann man die Gilde, sagen wir mal, auflösen lassen. Das gleiche Problem war übrigens mit den Gilden auch in WoW. Damals musste man dann Disband machen oder so ein Scheiß. Und ja, man konnte irgendwie teilweise überhaupt gar nicht irgendwie aus der Gilde rausgehen, sag ich mal, wenn man der letzte Member war. Und dann hat man immer irgendjemanden eingeladen, den schnell zum Gildenmeister gemacht und sich verpisst. Aber mit einem Comment konnte man das dann wegmachen. Ich glaube, mittlerweile kann man auch so eine Gilde auflösen, da bin ich mir aber nicht sicher, also weiß ich nicht. So, Clans will no longer get stuck on high-level Immortals. So, das weiß ich jetzt nicht. Wie das hier damit aussieht, hier kann ich nichts zu sagen, weil ich nicht weiß, ob das jetzt irgendwie wirklich so war. So, und Halloween-Stuff. So, das ist Patch 0.22. Und ja, es sieht hier wirklich Halloween-like aus. Ich finde das schon mal richtig gut. Genauso sieht das aus mit den Helden hier. Die haben ja auch, sag ich mal, zum Beispiel hier einen Kürbis auf dem Kopf, hier ein Kürbiseimer. Und das gilt aber nicht für alle Heroes, sondern nur für die Anfangs. Okay, das ist ja mal interessant. Schade eigentlich. So, dann schauen wir doch mal hier. Minimizable sind die, ja. Wenn ich Q drücke oder STG oder beides, dann hat das Spiel gerade gezuckt. Okay, mit STG können wir auf jeden Fall hier Engines minimieren, die wir halt nicht haben wollen. Das ist eigentlich gut für die, die man nicht weiter leveln kann. Finde ich äußerst überragend. Das finde ich super gut. Also minimiere ich genau diese auch. Wieso, wenn ich... Komisch, wenn ich jetzt irgendwie runter scrolle, geht er erst hoch und dann runter. Was soll das für eine Scheiße? So, also das ist doch schon mal tausendmal geiler. Jetzt hat man hier natürlich theoretisch weniger zum Scrollen. Theoretisch, weil die man nicht leveln kann, die sind sowieso immer ganz unten. Viel gespart hat das jetzt nicht unbedingt, muss ich sagen, aber derjenige, der sich quasi auf ein paar Ancients fokussiert zum Leveln, bei dem ist das wohl ganz nett. Ach, jetzt sind hier die Bonbons hier, das ist ja mal interessant. Jetzt sind die Bonbons auch endlich hier, also jetzt keine Golden Fishes mehr, sondern solche Bonbons oder was? Okay, weil die kenne ich jetzt noch damals aus der Browser-Version. So. Eigentlich war das dumm, dass ich gerade hier dieses Bonbon da kaputt gemacht habe, weil ich müsste jetzt eigentlich mal es kennen, weil für mich geht es hier gerade nicht mehr weiter. So, warte, machen wir mal Fatalo ein paar Level rein. So, jetzt theoretisch würden wir den nach 100 Jahren hinkriegen. Das geht aber schneller. Wir machen einmal Energize, so Reload, zack, 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 zack. So, und jetzt gehen die Gegner wieder krepieren. So, aber den Schuh nicht vergessen, damit hier weiter kastriert wird. So, was ist jetzt eigentlich heute... Heute Fakt, ein Level 128er Boss. So, das sollte also möglich sein, das ist gut. Oh, hier ist das zusammengefasst übrigens. Hier sind keine dicken Zahlen mehr. Hier steht jetzt wirklich, wie viel man gemacht hat. 382 Millionen. Okay.
Ach so, hier kommen wir zu den Stats, was hier geupdatet wurde. Hier sieht man hier unterteilt in Damage, Clicking, Gold, Hero Souls, Kills und so weiter. Das ist doch schon mal gut. Ich finde diese Unterteilung jetzt echt nicht schlecht, ey. Die ist super. Die gefällt mir, die finde ich toll. So, wie hoch geht's denn mit Lavoile hier eigentlich in der Memberliste? So. Ja, also bis auf ein paar wenige, ne, gibt's eigentlich schon viele, die hier ziemlich aktiv spielen und auch ordentlich hochkommen. Das ist doch schon mal gut. So, ich bin da mittlerweile immer noch ziemlich inaktiv in dem Spiel. Ich mache noch immer sehr, sehr selten hier irgendwas, weil ich gerade momentan meine Zeit anders nutze, genau. So, yesterday's raid, whatever, keine Requests mehr, so. Schön ist auch, dass der liebe Seaboy jetzt auch endlich dabei ist am Start, den habe ich gestern hinzugefügt. Der suchte zurzeit auch Clicker Heroes, das finde ich super toll. Söchen, Popöchen, dann gucken wir mal hier. Alexa ist ein neuer Guild. Was gibt's denn noch für neue Guilds? Amenhotep. So, noch irgendwas. So, und Frostleaf. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Ich teste gerade einfach mal, wie lange der Combo jetzt wirklich hält. Also wenn er jetzt wirklich 5 Minuten hält, dann ist das echt krass. Aber normalerweise nach 10 Sekunden müsste das jetzt hier wieder anfangen, dass der Combo runtergeht. Also haben die das wirklich echt so gepatcht, dass erst nach 5 Minuten die Combo-Anzahl weggeht. Das ist echt krass, muss ich wirklich sagen. So. Und so können wir unseren Combo einfach weiter pushen und pushen und pushen und pushen und pushen und pushen und pushen. Und das ist wirklich OP. Also, ich denke, ich werde demnächst ziemlich viel noch in Clicking Engines reinpacken, weil das ist ja mal wirklich awesome, ey. Das ist richtig, richtig gut. So, gucken wir mal hier bei Guilds. Ich pack hier welche um. Ah, warte, Moment, hier muss ich runterscrollen. Hä? Wieso ist das so groß? Normalerweise waren doch alle immer auf eine Seite geklatscht. Jetzt muss ich sogar runterscrollen. Interessant. Gut. Mehr Hero Souls habe ich leider gerade nicht zum Umgilden. Schade. Boah, Verteilung macht so viel fucking mehr Prozent Damage. Ey, das ist übel. So. So, jetzt machen wir hier nochmal Lucky Strikes und gehen hier nochmal ein bisschen ab. So, jetzt kommen wir sowieso generell noch ein paar Stages weiter. Das ist schon mal gut. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn ich jetzt noch dazwischen ein bisschen klicke. Eigentlich nicht ganz so viel. Wow, guck mal, ein Pumpkin Cat. Eine Pumpkin Cat war das, ja, super. Das war Stage 1700er Boss. Das ist übrigens jetzt meine höchste Stage. Weiter habe ich noch, so hoch bin ich eigentlich noch nie gegangen. Ist anscheinend noch ziemlich easy möglich. Also ohne viel Aufwand kommen wir eigentlich so hoch. Also mit Skills generell sowieso. So, und anscheinend sind jetzt gerade alle Ancient Bosse irgendwelche Pumpkin Teile. Okay, alles klar. Also konnten wir jetzt gar nicht mal wirklich sehen, wie der 1700er Boss aussieht. Falls der einen besonderen Style hat. Und ja, das Spiel hat sich gerade fast bei mir aufgehangen, beziehungsweise es hat sogar gehangen. Und ich frage mich nur, wieso? Wieso tut es sowas? Es soll sowas nicht tun. Also jetzt verglichen zum letzten Part ist eigentlich jetzt wirklich hier nichts passiert. Ich bin mir echt nicht sicher, ob überhaupt irgendwas im verglichen zum letzten Part irgendwas passiert ist. Aber ich wollte wenigstens jetzt nochmal ein Video machen, bevor ich mich ins Wochenende stürze und sowieso nicht zu Hause bin. Und ja, haben wir einfach gedacht so, okay, neues Update, okay, dann machst du ein neues Video, obwohl du eigentlich nicht wirklich viel oder obwohl sich nicht wirklich viel geändert hat. Und ja, ich finde es echt prima, dass hier diese Stats hier wirklich jetzt so aussehen, wie sie aussehen. Und zudem, ja, gut, die Funktion, die habe ich jetzt nicht wirklich gebraucht, aber ansonsten, ja, ist doch schon mal ganz nett, hier, dass auch, dass man hier Engines minimieren kann und dass, die Kombos jetzt einfach mal 1 Million Jahre halten, das ist echt der totale Wahnsinn, ey, 5 Minuten, bis der Kombo unterbrochen wird, beziehungsweise wieder zurücksinkt auf, 0. Ja, es sinkt ja nicht direkt eigentlich auf 0, sondern es dauert immer so einen ganz kurzen Moment. Der rattert da die ganzen Zahlen so runter bis zu 0. Und wenn man dann einmal klickt, dann würde man quasi diesen Prozess abbrechen. Und jetzt hat man halt 5 Minuten Zeit für diesen Prozess. Holy fucking moly shit. Ja, so sieht das aus, Leute. So sieht das aus. Und ansonsten, ich glaube jetzt wirklich hier bei Achievements gibt es
gibt's eigentlich, glaube ich, nichts Neues, großartig. Nö. Ich sehe hier jetzt nichts großartig Neues. So, hier muss ich einmal noch mal ein paar Mal öfter klicken. Und das wird sich wahrscheinlich demnächst mit dem Klickbild, was ich mir wahrscheinlich dazu erstellen werde, ziemlich schnell erledigen. Ich hoffe, dass ich habe den Satz jetzt richtig formuliert. Weil mitten im Satz wusste ich gar nicht mehr, wie ich genau nochmal den anderen Satz angefangen habe. Und dachte mir gerade so, warte mal. War das jetzt unlogisch, was ich gesagt habe? Aber ich hoffe, das hat so, jetzt so gepasst. Cadmia können wir uns sogar holen. Wow. Aber sie bringt uns nichts. So. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir Clickstone und Power Search nochmal. Boah, bringt uns jetzt aber nicht ganz so viel. Also ich meine, jetzt, gerade ist es echt krass. Wie lange es dauert, also ich finde, wir haben jetzt hier fast 110k Hero Souls, die wir ausgeben können und ich möchte die auch gerne ausgeben, deswegen setze ich jetzt einfach mal eine Ascension an, also es wird jetzt hier gerade an dem Punkt nicht lange dauern, damit ich mich auf Platz 2 hier hochbooste, aber da habe ich jetzt ernsthaft gerade irgendwie keinen Anreiz für, das mache ich irgendwann anders, jetzt nicht, jetzt mache ich erstmal hier Ascent. Dann auf das Bonbonchen. So, jetzt haben wir massig viel Money. Money, Money, Money. So, und... Ach, da bist du, Master Murray. Das irritiert mich ein bisschen, dass er kein Guild auf sich hat gerade. Ja, stimmt. Wir haben gerade komplett die Guilds von ihm entfernt. Das ist ja mal... jammerschade. So. Wir haben keinen Insta-Kill. Wie kann das denn sein? Wie mies ist das denn? Aber gleich ist der Insta-Kill wieder da. Das können wir gleich easy gewährleisten. Ich level nur mal eben die Heroes alle mal um 200 mindestens. Damit ich gleich alle Skills gleichzeitig lernen kann. So. Alles getan und gemacht, was getan werden musste. So, hier nochmal was reinpushen in Master Samurai. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich in Master Samurai überhaupt noch jetzt irgendein Guild reinpacken soll. Muss ich wahrscheinlich, weil weil ich nachher wahrscheinlich keinen Insta-Kill haben werde, bis ich für Talo kaufen kann. Schätze ich einfach mal, ich bin mir da nicht sicher. Ansonsten, wir haben, worauf haben wir jetzt die Alatas? So, dann mache ich AGF auch mal auf diesen selben Level drauf. Und ansonsten Mimze, Libertas und Mammon um 10 Level, ach um 20 Level jeweils pushen. So. Salomon ist so fucking teuer. Da mache ich jetzt erstmal nur 5 Level rein. Dann machen wir das folgendermaßen. Wir packen jetzt auch nochmal Guilds um. Und zwar alles in Fatalo, was nur geht. So. Hier bei dem Punkt muss ich jetzt noch ehrlich entscheiden, soll ich noch ein Guild auf Master Samurai packen oder nicht? Das ist so eine je nachdem Situation. Bis jetzt brauche ich es nicht, aber wenn ich bis Fatalo keinen Insta-Kill mache, muss ich da wohl mehr Guilds reinpacken. Also, natürlich muss ich das Level von Master Samurai die ganze Zeit aktuell halten. Also immer auf der aktuellsten Stufe. Und wenn ich auf der aktuellsten Stufe bis Fatalo keinen Insta-Kill mache, dann muss ich wirklich ein Guild nochmal packen auf Master Samurai oder mehrere. Ich weiß nicht genau. Momentan bin ich immer so Brain AFK und Clicker Hero spielen, wenn ich Clicker Hero spiele. Und wie gesagt, das kommt gerade im Moment halt ziemlich selten vor. So, ansonsten gibt es hier eigentlich nicht so viel Neues, was ich jetzt eigentlich noch erzählen kann. Wie gesagt, es ist halt auch nicht so viel passiert. Ich muss jetzt erstmal gucken, auf was ich hier die anderen Engines hier packe. Also theoretisch könnte ich jetzt hier Fraxworth ein bisschen erhöhen. Baal ist schon erhöht. Okay, mache ich auch mal auf 380. So, da fehlt aber noch ein Engine, hier Pluto. Auf 380 und ja. Das wäre es eigentlich fürs Erste. Wofür ich die Hero Souls jetzt ausgebe, muss ich jetzt erstmal gerade gucken und überlegen. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen dann an dieser Stelle schon wieder ein kleines Päuschen, meine lieben Freunde. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, haut da rein.